Womit löst ihr eure Probleme? Leine zieht Lines. Hallo, wir sind Tamara und Feline von den jungen Festivalbloggern der Nordischen Filmtage 2023. Wir nehmen heute die Filmkritik für Neon Spring auf, welcher von Matthijs Kašar produziert wurde und dann am 14. Oktober 2022 in Lettland rauskam. Soweit wir wissen, gibt es den Film aktuell nur auf Lettisch mit englischem Untertitel. Genau, der Film ist laut Wikipedia ab 18 und dauert 1 Stunde und 42 Minuten. Das Genre ist hier Drama bzw. Coming-of-Age-Fiction. Die 20-jährige Leine fühlt sich ihrer Kontrolle über ihr Leben und Zuhause beraubt. Sie sucht Halt in der Rave- und Drogenszene in Riga. Dort lernt sie neue Leute, sich selbst und ihre Sexualität neu kennen. Und jetzt zu unserer Kritik. Man wird als Zuschauer nahezu kontextlos in das Geschehen reingeschmissen. Dadurch entsteht eine Verwirrtheit und Planlosigkeit, die auch Leine, also die Protagonistin, spürt. Außerdem sind die Symbolik und die Metaphorik in dem Film total greifbar. Ein paar Beispiele hierfür sind zum Beispiel Streichholzschachteln, die irgendwann zu Feuerzeugen werden, Hände, Fragestellungen, die häufig wiederholt werden und auch Mathematik und Logikverständnis. Auch kommunizieren die Charaktere wenig verbal. Ersetzt wird das Ganze dann durch Blicke und Körpersprache. Negativ aufgefallen ist uns, dass der Konsum von Koks, Gras und nicht zuletzt Alkohol sehr oberflächlich und uneinnehmend dargestellt wird. Die Charaktere scheinen außerhalb des Rausches völlig unberührt zu sein. Dies scheint sehr realitätsfern und wirft einen romantisierenden Blick auf die Drogenszene. Mit der Altersbeschränkung sind wir insofern einverstanden, als dass es gar nicht so viele harmvolle Szenen gibt, sondern der Film ist total anspruchsvoll und fordert das aktive Mitdenken. Und für Jüngere könnte das vielleicht schwierig sein und die Verwirrung des ganzen Films nur noch verstärken. Einfach deshalb, weil man unmittelbar in das Geschehen steigt und der Film genauso abrupt endet, wie er auch angefangen hat. Also ziemlich kontextlos einfach. Alles in allem stellt der Film die Selbstfindungsphase dar, die wir alle einmal durchleben und die daraus resultierenden Probleme und wie damit umgegangen wird. Außerdem ist die Romantisierung vieler doch harmvolleren Situationen und die Verharmlosung dieser ein Kritikpunkt, der aber auch inhaltlich von Wichtigkeit zeugt. Tschüss!